Ich bin Matthias Pickert, ich bin der Entwickler der Trendfinder Formula und eine Handvoll weiterer Strategien, die den Markt schlagen. Ich trete seit 24 Jahren, zunächst als Eigenhändler bei einer Bank und heute auf eigene Rechnung. Ich war über 15 Jahre Cheftrader bei einem internationalen Broker und zuletzt Geschäftsführer eines Online-Brokers. Ich war einer der letzten Parkett-Trader hier auf dem Hamburger Börsenhof. Und heute ist das hier meine Maschine für den Erfolg. Hallo, ich bin Wieland Aalt, ich bin Trader und Autor von 2 Trading-Bestsellern. Ich arbeite und lebe auf der ganzen Welt. Zuletzt war ich in Rio de Janeiro, in Buenos Aires und in Mexiko. Und als nächstes gehe ich nach Asien, nach Bangkok und nach Australien. Trading gibt mir Freiheit und Unabhängigkeit. Ich bin Präsident der International Federation of Technical Analysts, der IFTA, mit Sitz in den USA, und dort arbeite ich mit den besten Börsenexperten der Welt zusammen. Ich trainiere und bilde Trader in der ganzen Welt auf. Ich bin Jessica Berezowska, ich bin die Geschäftsführerin von Tradimo. Und gemeinsam bauen wir die stärkste Trader-Community in Deutschland auf. Am 3. und 4. September sehen wir uns live in München. Sei dabei, lerne Top-Strategien für deinen Erfolg und triff unser Team auf dem Tradimo Mastery Live Summit 2022. Wir freuen uns auf dich! Mein Name ist Matthias und ich bin dein Coach bei Tradimo. Und in München bringe ich dir live bei, wie ich trade. Mein Name ist Wieland Aalt und ich bin dein Coach bei Tradimo. In München zeige ich dir, wie ich durch Trading mein Leben in örtlicher und finanzieller Unabhängigkeit aufgebaut habe. Hallo und herzlich willkommen heute am späten Nachmittag. Ich bin Raphael, ich freue mich, dass ihr dabei seid, heute zum Webinar Trading in Zeiten der Krise. Ich habe euch 3 wunderbare Gäste mitgebracht, und zwar ist das zu einem der Matthias Dehnicke, unser Experte für Options und Futures. Matthias ist bereits seit über 10 Jahren Coach bei Tradimo und er tradet unser Echtgeldkonto seit 2018 mit einem sehr soliden Anstieg pro Jahr, mittlerweile seit Beginn knapp 280% im Plus. Diese Zahl muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Ein anderer Matthias ist mit dabei, unser Matthias Pickert, der Head of Coaching bei uns bei Tradimo. Matthias ist der Entwickler der Trendfinder Formula und tradet selber seit ungefähr 24 Jahren, seit 1998 an der Börse. Nummer 3 am heutigen Abend ist der Wieland Aalt, Präsident der International Federation of Technical Analysts, kurz IFTA, mit Sitz in den USA. Wieland ist Autor von 2 Trading-Bestsellern und niemand verkörpert so die Freiheit und Unabhängigkeit vom Trading wie Wieland. Wieland ist auf der ganzen Welt zu Hause und ich denke, da können wir auch gleich in die Gesprächsrunde starten. Wie geht's euch? Gut. Sehr gut. Und jetzt deine Antwort, Matthias. Ja, man hört es in der Stimme, ich bessere mich. Ich habe heute tatsächlich meinen ersten negativen Corona-Test hinbekommen, nach 10 Tagen. Yay. Von daher werde ich morgen wieder ins Büro kommen. Aber Stimme ist ein bisschen angeschlagen, ansonsten bin ich guter Dinge. Vielen Dank. Freue mich auch, dass wir hier in dieser Runde zusammengekommen sind. Matthias, wir machen das ja öfters zusammen und Wieland, mit dir ist es immer ein ganz großes Vergnügen. Wir haben ja schon so das eine oder andere Format zusammen gehabt. Und heute, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema, ein Thema, auf das wir alle drei immer wieder auch im privaten Leben angesprochen werden. Wenn Menschen rauskriegen, je nachdem, wie offensiv wir damit umgehen, was wir beruflich so machen, dann gibt es erstmal ein Kopfschütteln und die Frage, wie kannst du im Moment an der Börse was machen? Es ist doch alles ganz schlimm an der Börse. Wir haben eine Krise. Und ich glaube, damit können wir mal anfangen. Wie seht ihr das, Matthias, Wieland? Haben wir eine Krise? Wie schlimm ist die Krise? Was macht die Krise aus? Was unterscheidet sie vielleicht auch von anderen Krisen, die wir bisher so in unserem beruflichen Leben, bei mir sind es 20 Jahre, bei euch, glaube ich, ähnlich, erlebt haben? Ja, ich fange mal an. Ja, ja. Matthias, wenn es recht ist,
weil ich könnte platzen. Tatsächlich, wir haben eine Krise. Also Punkt, ohne Wenn und Aber. Da dürftet ihr eigentlich vergessen, die Krise findet zuallererst mal im Kopf statt. Das ist ja das eine, was uns, glaube ich, alle auch irgendwo verbindet. Das der Punkt dabei ist, dass ja jeder die Krise anders empfindet. Ja, also wenn wir mal so in die Märkte schauen, worüber wird denn am meisten geredet? Das ist das, was jeder am meisten als Krise empfindet. So, worüber wird geredet? Energie. Wir haben Energiemangel. Hand aufs Herz, wer von uns merkt den gerade? Irgendwie noch keiner. Wirklich nicht. Ja? Und aktuell noch nicht. Aber das ist das, was die meisten vor sich hertragen. Aber wir haben eine ganz andere Krise, die viel, viel relevanter ist, nämlich die Inflation. So, ja, und dann ist eben die Frage, was bestimmt unser tägliches Erleben und wie meistern wir das? Wie gehen wir damit um? Also das ist das, was ich so empfinde. Dann kommen natürlich einige andere Sachen noch mit dazu, aber das sind erstmal so die Dinge, die mir so auffallen dabei. Matthias, wie siehst du das? Für mich ist es auch eine Frage der Perspektive. Also wir haben eine Krise, wenn man jetzt als Arbeitnehmer unterwegs ist. Wir sehen uns einer hohen Inflation konfrontiert. Wir sehen sehr wahrscheinlich eine Rezession auf uns zukommen, stecken vielleicht sogar schon drin. Aus dieser Perspektive ist es natürlich eine Krise. Aber wenn ich das als Trader und Investor betrachte, dann sind das für mich eher Möglichkeiten, Chancen. Und da wiegt dann das Positive, das Negative sehr auf, würde ich sagen. Ich aus meiner Sicht, ich bin da nicht weit weg von euch. Also ja, wir, so objektiv sind wir in einem Krisenmodus drin. Wir können da jetzt die ganzen Punkte nennen, die wir alle kennen. Und wir kennen sie, weil wie so oft, ich will jetzt nicht hier Medienbashing betreiben, aber natürlich, wenn so ein Thema da ist, dann kommt man ja nicht mehr weg davon. Du liest jeden Tag davon, du hörst davon. Abends um 23 Uhr wird aus Hamburg auch nochmal ein schönes Format, im Moment nicht, vor Sommerpause gesendet. Also wir haben eine Kombination aus verschiedenen Faktoren, die tatsächlich so für mich auch neuartig war. Das Zusammenspiel der Geschichte des Krieges, der Energieknappheit, also beziehungsweise der Versorgungsunsicherheit, muss man eigentlich eher sagen, die wiederum zu steigenden Preisen führt, die dann inflationsbedingt bedingt hat, anders als wir Inflation bisher kennengelernt haben. Die Notenbanken, die jetzt tatsächlich geführt von der Fed gestern wieder mit 75 Basispunkten anfangen, Zinsen zu erhöhen, gleichzeitig aber in Europa das Problem, hohe Staatsverschuldung der südlichen Länder, die Renditen hier auseinanderdriften, die Aktienmärkte natürlich extrem volatil. Also das ist definitiv eine Krise. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, also ich kann da jeden verstehen, der mich im Privaten so anspricht, dass der erstmal sagt, es ist ja vollkommen Irrsinn, jetzt an der Börse irgendwas zu machen. Wir werden gleich darüber reden, wie man an der Börse was machen sollte und wie wir es tun. Aber genau was du sagst, Wieland, also für mich, ich weiß aus meiner Erfahrung, dass wenn ich mich aus diesem Krisenhype, sage ich mal, rausziehen kann, dass solche Krisen tatsächlich enorme Chancen mit sich bringen. Mhm. Und da gehört natürlich ein gewisses mentales Game mit dazu, sich da abzukapseln, zu sagen, okay, was ist denn eigentlich wirklich? Und für uns kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, wir haben starke Schwankungen an der Börse. Und das ist das Beste, was uns eigentlich passieren kann. Absolut. Ich nehme den Punkt mal auf, Matthias, weil du sprichst da einen wesentlichen Fakt an, den es auch von der umgekehrten Seite gibt. Ja, du kennst das vielleicht auch. Ah Mensch, die Aktie ist YZ oder der Markt ist ja momentan stark gestiegen, da muss es dir doch richtig gut gehen jetzt. Dann denke ich so, ja, wieso? Das macht für mich keinen Unterschied. Ja, also ob die Märkte steigen oder fallen, mir geht's immer gut, weil ich ja irgendwo meine Chancen daraus suchen kann. Genauso eben umgekehrt die Aussagen, oh, die Märkte sind gefallen, da geht's dir jetzt bestimmt gar nicht so gut. Und das ist wahrscheinlich auch so, naja, irgendwie passt schon. Ja, nur diesen Sprung zu machen, zu sagen, naja, ist eigentlich egal, ob es jetzt rasant hochgeht oder rasant runtergeht. Als Trader kannst du immer deine Chancen daraus suchen. Ja, und das ist das, weswegen wir ja auch hier so heute zusammensitzen. Und das andere, was mir dabei nochmal in den Sinn gekommen ist, weil du ja sagst, Mensch, da gibt es die ganzen Nachrichtenformate, von denen man ja förmlich belästigt wird, förmlich geradezu. Und was macht das mit einem, der an der Börse handelt? So zum Beispiel gestern. Ja, gestern hatten wir die Fed. Wir hatten die Zinserhöhung für den US-Dollar um 0,75 Basispunkte. Also der Spread zum Euro ist noch aufgegangen. So, wenn ich jetzt aber so hingehe und sage, ich lese Nachrichten und so, und dann habe ich eine Meinung, gehe mit der Meinung an den Markt, der Euro muss doch fallen, habe ich leider Geld verloren. Warum?
Ich sage das immer wieder. So, ich werde ganz oft im Privaten angesprochen, Matthias, wo geht denn der DAX hin in einem Jahr? Und ich sage, ich möchte es gar nicht wissen. Und das verstehen die Leute erstmal nicht mehr. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sage immer, ich versuche, solange ich keinen konkreten Trade aufmache und den Trade plane, wirklich möglichst neutral zu sein. Weil sobald ich mir eine grundlegende Meinung annehme, dann laufe ich Gefahr, wie jeder andere Mensch auch, durch die Wahrnehmungsfilter diese Meinung bestätigt zu sehen. Und deswegen natürlich, das wissen meine Kunden auch, habe ich gewisse Szenarien, in denen ich mich bewege, also auch ein bisschen so die große Perspektive. Aber ich versuche eigentlich konkret einen Markt echt nur dann zu beurteilen, wenn ich wirklich einen Trade mache, damit ich halt eben möglichst neutral an die ganze Geschichte rangehe. Geht euch das ähnlich? Absolut. Absolut. Ja, absolut. Ich finde aber auch die aktuelle Zeit, in der die Märkte ja sehr volatil sind und weitestgehend bei den Aktien zumindest gerade eher nach unten tendieren seit ja, Januar diesen Jahres, das ist, glaube ich, irgendwie auch die Geburtsstunde der zukünftigen guten Trader. Denn die Leute, die jetzt angefangen haben oder letztes Jahr angefangen haben und diese Krise, möchte ich jetzt mal nennen, durchstehen, gehen da sehr gestärkt heraus und können mit der nächsten Krise viel besser umgehen. Und im Gegensatz ist es dazu, wenn du jetzt als Trader angefangen hast 2016, ja, und du hast das gelobte Land 4 Jahre vor dir gehabt, dann denkst du, du bist der allerbeste Trader, dann kommt das Jahr 2020 und du vernichtest all dein Geld, du warst vielleicht Millionär in Paper und dann musst du doch wieder zum Arbeitsamt gehen. Also das ist auch eine sehr, sehr große Chance für gute Trader für die Zukunft. Ja. Also absolut, sehe ich genauso. Und was ich mache, wenn ich privat eben angesprochen werde, ich versuche erstmal irgendwie so ein bisschen ja, so Wissensgleichheit herbeizuführen. Also zunächst einmal muss man Folgendes verstehen, das gilt für uns alle drei. Wir können halt eben nicht nur an steigenden Kursen partizipieren. Das war früher uns Profis vorbehalten, dass wir nach unten spekulieren können. Inzwischen kann das jeder Privattrader auch machen, kinderleicht mit einem Knopfdruck. Das heißt, diese Vorstellung, dass man nur an der Börse Geld verdienen kann, wenn es nach oben geht, die ist halt eben für mich, seitdem ich trade, seit 20 Jahren nicht gegeben und auch für den Privat nicht mehr gegeben. Das ist mal erstmal eine Sache, die man verstehen muss und auch verinnerlichen muss, weil der normale Privatanleger natürlich eben auf dieses Kaufen, wir nennen das Long Gain, so ein bisschen fixiert ist. Mhm. Und muss man eben auch sehen, was du gerade gesagt, Matthias. Wir haben jetzt eine neue Generation. Ich habe mich da sehr darüber gefreut. Die Jugend hat wieder angefangen, die Börse für sich zu entdecken. ETFs waren ein großer Treiber. Krypto war ein großer Treiber. Krypto geht es ja im Moment auch nicht so gut. Also der Kryptomarkt korreliert wahnsinnig mit den Aktienindizes, wenn man sich das mal anschaut im Moment. Und da kam ja dann auch aus den entsprechenden Foren solche schönen Begriffe wie die Diamond Hands. Also nach dem Motto, wenn es gegen dich läuft, einfach, du brauchst stählernde Hände. Ja, die Orderart Stop Loss kennt man da gar nicht. Und die werden natürlich jetzt erstmal ein böses Erwachen haben. Weil wenn du so dich im Moment an der Börse bewegst, dann kann das natürlich mit Ansage relativ wenig werden, weil die Schwankung zu groß ist und die Richtung doch eher eine Tendenz bei Aktienmärkten nach unten ist. Ja, wenn man aber erstmal versteht, dass das Sachen sind, die man sich aussuchen kann. Und auch der private Trader, Kinder einfach, ja. Dann fängt man, glaube ich, an, mit diesen Leuten auch einen sinnvollen Dialog führen zu können, wie wir uns an der Börse bewegen. Nur es muss erstmal im Kopf ankommen, dass halt eben das, was vielleicht jetzt 4 Jahre geklappt hat, nämlich einfach billig einsammeln und dann zuzusehen, wie das steigt, dass das eben jetzt nicht mehr funktioniert. Das ist jedenfalls so meine Wahrnehmung. Ja. Könnte aber ja, funktionieren. Ja, da kommt der Krypto, ich weiß, dass du ein Freund von Bitcoin, wenn er ein bisschen weiter unten ist, dass du da durchaus gewillt bist, ein bisschen was einzusammeln. Und ich glaube, langfristig hast du gute Chancen damit. Das ist ja auch ein super Punkt, den du gerade ansprichst, denn das ist, glaube ich, ein Missverständnis. Ich bin überhaupt gar kein Fan von Bitcoin, aber ich sehe einfach die Möglichkeiten darin. Du siehst die Chancen. Weiß, ja. Genau, dass es langfristig funktionieren wird. Ich persönlich glaube jetzt nicht so daran. Also ich habe keine Bitcoin selber, aber ich spekuliere natürlich auf den Bitcoin. Und da gefallen mir natürlich niedrige Preise, ganz normal. Das ist auch so ein interessanter Punkt. Ja. Wie fundamental muss man eigentlich drin sein in so einem Thema, um sich auch letzten Endes mit einem Asset zu beschäftigen als Trader? Ja, weil gerade so Bitcoin oder Krypto allgemein, ja, Diamond Hands, ich finde es ziemlich cool, dass es auch so Begriffe gibt, ja, auf die sie irgendwie alle verständigen können. Das fehlt tatsächlich der gesamten Szene, also schon seit Jahrzehnten. Und Lambo. Ja, oder? Also, auf einmal redet man über HODL und FAT und FOMO und Diamond Hands und To the Moon und solche Sachen. Ich meine, das gibt dem Ganzen halt so einen gewissen spielerischen Aspekt, was ich irgendwie auch ganz witzig finde. Ja. So, das ist halt das eine. Und das andere ist, einige ist ja so, wenn man über Krypto redet, dann hast du genau zwei Fraktionen. Ja, dann hast du die Charlie Manga-Fraktion, alles Lug und Trug. Und dann hast du eben die Maximalisten, ja, die dann irgendwie sagen, das ist das einzig Wahre. Und dazwischen ist dann relativ wenig Platz. Und jetzt kommst du, Matthias, und sagst, naja,
ich nutze es halt dann auch zum Spekulieren, weil ich einfach glaube, da funktioniert die Spekulation besonders gut. Aber ich besitze die Dinger noch nicht mal. Das finde ich einen durchaus interessanten Aspekt, weil du ja genau damit zwischen diesen beiden Stühlen stehst. Du nutzt es nur als Vehikel zum Geld verdienen. Genau, genau. Aber weil ich die Frage, langfristig von der Idee überzeugt bin. Ja, jetzt kannst du. Die Frage von Wieland möchte ich gerne nochmal aufgreifen. Wie viel muss denn ein Trader eigentlich von seinem Handelsmarkt wirklich wissen? Und aus meiner Sicht erstaunlich wenig. Das sage ich ganz ehrlich mal so. Warum kann ich das so sagen? Weil ich meine Entscheidung anhand des Chartbildes ableite. Das heißt, ich schaue mir die Kursverläufe an. Ich glaube, ihr geht ähnlich vor. Und dann ist es eigentlich egal, ob das DAX, Euro, Dollar oder Krypto ist. Ich muss halt eben den Markt ein bisschen verstehen im Sinne von, ich sollte wissen, was sind die Handelszeiten? Gibt es da irgendwas Besonderes? Wie ist die Sicherheitshinterlegung, die sogenannte Margin? Solche Sachen, also die technischen Sachen, die sollte ich schon einmal verstanden haben. Aber viele glauben tatsächlich, dass ich von morgens bis abends nichts anderes mache, als Bilanzen zu wälzen. Also ich schaue mir keine Bilanzen an, auch nicht von Aktien, in denen ich unterwegs bin. Ich schaue mir den Chart an und sage einfach, alles ist eingepreist. Wie seht ihr das? Kann ich nur bestätigen. Ich meine, als Präsident der Hilfe, wo ich definitionsgemäß tief in der Charttechnik bewege, ja, man bleibt da gar nichts anderes übrig. Es ist aber auch etwas, was Faule durchaus ansprechen kann. Denn die Grundaussage ist, alle Informationen sind im Preis enthalten. Punkt. Und das ist ja auch sinnvoll. Also das ist ja auch logisch. Denn angenommen, ihr habt jetzt eine Information, die dafür spricht, dass eine gewisse Aktie XYZ dass ein, oder nehmen wir mal ein Unternehmen, an Unternehmen X. Ihr habt eine Information, dieses Unternehmen macht einen höheren Gewinn als gedacht. Was werdet ihr tun? Kaufen. Kaufen. Oder verkaufen, je nachdem. Ja, sagen wir mal, ihr kauft. Also ihr werdet auf jeden Fall eine Handlung machen. Ne? Ihr werdet eine Handlung genötigt. Ihr seht euch genötigt, etwas zu tun. So, wo wird sich diese Handlung niederschlagen? Im Preis. Im Preis, weil irgendeiner, das ist ja ein Geschäft, das zeigt sich im Chart. So, dann komme ich, habe von nichts eine Ahnung, gucke auf den Chart und sehe, oh, hat sich bewegt, ist gestiegen. Was ist das für eine Aktie, ist egal. Komm, lass mal, jetzt habe ich ein Signal. Das ist die Chartanalyse, also wenn man ganz, ganz basisnah daran geht. Richtig, ich kann aus meiner Praxis sprechen. Ich habe früher am Tag bis zu 1000 Trades gemacht in amerikanischen Aktien weitestgehend. Und das waren Aktien, die ich weitestgehend nie gehört habe. Und ich musste ja von Sekunden Entscheidungen treffen. Da kann ich mich nicht mit dem Unternehmen beschäftigen. Da kann ich einfach nur gucken, passt das gerade oder passt das nicht? Wo sehe ich das auf einen Blick im Chart? Ja, und das ist auch der Grund, warum wir alle drei halt eben sehr chart fixiert sind. Es gibt andere, Matthias, du bist weniger, wir werden nachher darüber reden, wie wir uns bewegen. Also da kannst du noch ein bisschen erklären, weil das ist bei dir sehr, sehr spannend. Aber natürlich ist es so, dass ich mich auch um das Rauschen, sage ich mal, die Randinformationen, das interessiert mich durchaus. Also ich lese auch durchaus ein bisschen was, nur das brauche ich nicht für meine Handelsentscheidung, sondern das mache ich einfach nur, weil es mich persönlich interessiert. Und das ist ein großer Unterschied. Aber es ist nicht notwendig, um eine Handelsentscheidung zu treffen, den Markt wirklich jetzt von innen her, den man handelt, die Aktie oder den Index oder den Rohstoff wirklich auswendig zu können. Das ist keinerweise eine Voraussetzung, erfolgreich zu traden, aus meiner Sicht. Ich habe da ein wenig eine andere Meinung oder zumindest sollte man es differenzieren. Ich glaube, je kurzfristiger man im Markt unterwegs ist, desto irrelevanter ist die Fundamentalanalyse, desto wichtiger ist die Chartanalyse, geht dann aber doch von einem Anlagehorizont aus, der fast schon einem Investment näher kommt, dann sollte man sich meiner Meinung nach auch dringend mal mit der Fundamentalanalyse beschäftigen. Hast du einen guten Punkt. Definitiv. Also ich sag mal fundamental, wenn du langfristiger unterwegs bist, also wirklich auf sich von, sag ich mal, 6 Monaten, 1 Jahr, 2 Jahren unterwegs bist, dann geht das mehr rein. Aber im kurzfristigen, das Problem der Fundamentalanalyse, ich finde sie durchaus berechtigt, also sie hat ihre Berechtigung, aber sie beantwortet uns das Wann halt eben selten. Also wann steige ich ein, wann steige ich aus? Aber das Wohin kannst du auf lange Sicht sicherlich damit weitestgehend auch mit erklären, weil du im kurzfristigen hohe psychologische Aspekte drin hast, der Markt reagiert über nach oben oder unten. Das kannst du mit der Fundamentalanalyse halt eben nicht abcovern. Aber wenn du langfristiger unterwegs bist und ich weiß nicht, bei Wieland können wir gleich mal fragen, bei mir, ich bin eher kurzfristiger, ist die Fundamentalanalyse halt eben für die Frage, wann steige ich jetzt wirklich ein, wann steige ich aus, kaum zu gebrauchen. Im langfristigen definitiv ein anderes Thema, ganz klar. Ja, das ist definitiv so. Und ihr habt beide recht, weil es natürlich auch im System steckt. Es macht einen absoluten Unterschied als Investor, ob ich mich für Nokia oder Apple entscheide. Ja? Muss man aber ganz klar sagen.
Das ist auch ein Paradebeispiel für Fundamentalanalyse. Da muss man jetzt gar nicht Bilanzen wälzen. Ist einfach der Fakt, dass wenn man sich anschaut, wie agiert denn die japanische Notenbank und wie agiert denn die US-amerikanische Notenbank perspektivisch, dann hätte man einfach blind im Dezember, November, Oktober letzten Jahres auf einen steigenden Wechselkurs beim Dollar-Yen setzen können, weil einfach die Notenbankpolitik so ausgelegt war, dass das quasi mittel- bis langfristig nur diese eine Richtung einschlagen kann, was ja auch so gekommen ist. Und das ist Fundamentalanalyse. Ja, ja, absolut. Und wenn wir das mal zusammenfassen, was wir bisher besprochen haben, übrigens ans Publikum gerichtet, ihr lauscht uns ganz gebannt, ihr dürft Fragen stellen. Raphael würde sie schriftlich beantworten, wir würden sie gerne in die Diskussion mit aufnehmen. Also wenn es irgendwelche Anmerkungen, Fragen, Wünsche gibt, wir sind hinreichend spontan, um damit klarzukommen. Also bloß absolut. Keine Schüchternheit, rein, haut rein in die Tasten. Ich würde sagen, zunächst einmal, also es ist wichtig zu verstehen als Privater, der sich vielleicht mit der Frage beschäftigt, was mache ich denn jetzt? Weil das Problem, der Druck ist ja eigentlich groß. Bei jemandem, der jetzt nicht wie wir dürfen ja nicht von uns ausgehen, der halt eben vor diesem Schlamassel steckt, ja, der wird von morgens bis abends mit der Krise beschallt. Der hat vielleicht eine Baufinanzierung, wo ihn gerade die Zinsen nach oben weggaloppieren, oder er ist ein Dispo-Zinssatz, wo eben der Zinssatz gegen ihn läuft. Mit Zinsen, es gibt jetzt wieder Zinsen, aber der Zinssatz ist halt eben so gering, dass die Inflation den richtig auffrisst, was aber eigentlich immer der Fall war. Ich kann mich kaum in eine Zeit erinnern, wo wir mit Zinsen in soliden Vehikeln, also Euro oder irgendwas, was halt eben als sicher gilt, wir reden jetzt nicht über türkische Lira oder Rubel oder irgendwas, dass man da die Inflation nachhaltig schlagen konnte. Das heißt, das Problem ist, es muss, und das verstehen Leute umso mehr, und deswegen ist, glaube ich, die Krise auch eine Chance, um wirklich aufzuwachen, denn es war vorher auch schon so, nur jetzt extremer, es muss ein Weg gefunden werden, die Inflationsrate auf jeden Fall zu schlagen, weil ansonsten gewinnt man vielleicht in Geld, aber verliert in Kaufkraft. Und das ist mit Ansage auf lange Sicht der Abstieg von dem, was man sich aufgebaut hat. So, und dann gibt es nicht allzu viele Möglichkeiten. Also Zinsen können wir, glaube ich, ausschließen. Buy and hold halte ich für, bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, aber einfach kaufen und laufen lassen, also die Diamond Hands, da bindest du viel Kapital, und ich glaube im Moment mit sehr, sehr fragwürdigen kurz- bis mittelfristigen Aussichten, so würde ich das, glaube ich, bezeichnen. Ob das auf sich von 10 Jahren gut gehen könnte, das mag sein, aber hilft dir halt eben erstmal auch nicht, um halt eben aus der aktuellen konkreten Lage rauszukommen. Und dann kommen wir drei jetzt um die Ecke und sagen, Trading. Trading ist eine Möglichkeit. Drei Trader, ganz verschiedene Ansätze. Werden wir uns gleich mal unterhalten, was wir da alle so anstellen an den Märkten. Ja. Grundvoraussetzung ist zu verstehen, okay, Krise bietet auch Chancen. Da redet keiner drüber im Moment, weil das halt eben nicht Mainstream-tauglich ist, weil da würden sie alle schreien, du kommst hier mit Börse um die Ecke, werden wir echt Sorgen haben. Sie bietet Chancen. Diese Chancen sind da, sie sind sogar verstärkt da im Moment. Wichtig ist, dass man hier mit kühlem Kopf rangeht, optimalerweise vielleicht mit einem Plan, einer Strategie, das werden wir gleich auch noch aufgreifen. Und ganz wichtig, immer jede Chance an der Börse bringt auch Risiken mit sich. Das wollen wir in keinster Weise jetzt hier irgendwie verschweigen. Aber das Schöne ist, diese Risiken können sehr, sehr gut kontrolliert werden, von dir an dich angepasst werden. Und das setzt wiederum voraus, dass du halt eben echt einen kühlen Kopf hast, also dich selber im Griff hast. Das wäre jetzt erstmal so das Basement, wo ich sagen würde, an der Stelle, wenn du das verinnerlicht hast, können wir mit dir darüber reden, wie du dich an der Börse bewegen kannst. Absolut. Es gibt keinen Widerspruch, schon mal gut. Volle Zustimmung. Absolut. Und im Endeffekt, ich stimme dir völlig zu, mir fehlt schon seit Jahren die Fantasie für Buy and Hold. Okay, ich habe natürlich jetzt irgendwann mal außer Acht gelassen, dass die Notenbanken völlig rogue gehen und total frei drehen. Andere Geschichte. Nur die Bäume wachsen ja nicht in den Himmel. So, und wenn ich jetzt sage, ich suche, mache ein bisschen Stockpicking und lege mir das ins Depot, da mag eine Dividendenstrategie mit reinkommen. Nur die Frage ist halt immer, wie viel Geld habe ich überhaupt zur Verfügung, damit ich das wirklich spüre. Ja? So, das ist halt das eine. Das andere ist halt immer so, wenn ich um mein tägliches Einkommen arbeite, ja, oder dafür eben arbeite, mein monatliches Einkommen arbeite, dann muss ich als Investor, da darf ich gerne 7-stellig unterwegs sein, damit ich überhaupt was zurückbekomme. Ja. Bedeutet, wenn du einfach weniger hast, bist du dazu verurteilt, das Geld schneller und öfter zu drehen, ja, wie ein Händler. Da habe ich kein großes Lager, muss ich irgendwas kaufen, was ich immer und wieder verkaufen kann, nachbestellen, verkaufen, nachbestellen, na, so und so weiter.
Ja. Und da ist dann auch wieder spannend, weil das werde ich auch und ihr, glaube ich, auch oft gefragt, ab wann macht es denn Sinn, ab wie viel Geld macht es denn Sinn, an der Börse was zu machen? Das ist jetzt natürlich sehr bereichsabhängig, das werden wir bei dieser Antwort schon merken. Ich weiß, was Matthias dazu sagen wird. Mhm. Aber ich meine, grundlegend empfehlen wir immer dringend, das Geld sollte halt eben erstmal übrig sein. Jetzt gibt es natürlich auch Menschen, die sagen, das Geld ist halt eben nicht übrig. Was mache ich dann? Da komme ich in ein Dilemma rein, weil ich würde, glaube ich, dann für mich selber, Disclaimer für mich selber, trotzdem die Entscheidung treffen, gerade dann zu sagen, okay, dann nehme ich halt eben echt einen ganz kleinen Betrag. Der tut mir jetzt vielleicht dann weh, lass es 500 Euro sein, versuch das nach oben zu spinnen. Aber das muss jeder selber entscheiden. Grundlegend ist die Empfehlung, das Geld sollte übrig sein, damit der mentale Druck nicht zu groß ist. In meinem Bereich, wie ich mich bewege, sage ich, geht es eigentlich los. Und da habe ich auch einige Kunden, die mit 1.000 Euro anfangen. Ich habe auch Kunden, die halt eben hoch sechsstellig unterwegs sind. Aber ab 1.000 Euro kann man schon mit ein bisschen Zeitansatz, nicht den ganzen Tag vor dem Bildschirm, das muss man nicht, da werden wir auch noch drüber reden, anfangen. Wieland, Matthias, gerade bei Wieland spannend, bei Matthias fürs Publikum, weil die Frage, Antwort kenne ich schon, aber wie ist es bei euch mit den Ansätzen, über die wir gleich reden werden? Was sagt denn, sind so die Mindestvoraussetzungen im Kapitalbereich, dass es sinnvoll ist, dass man sich sinnvoll da bewegen kann? Also ich glaube, du vermutest bei mir eine komplett falsche Antwort. Meine Antwort ist nämlich, mit 0 Euro lohnt es sich auf jeden Fall, sich schon mal mit der Thematik Trading zu beschäftigen. Weil erstens bildet man sich fort, das hat immer einen Mehrwert. Zweitens kommt man vielleicht in so einen Strudel rein, dass man selbst Sicherheit bekommt und dass sich dann doch mit echtem Geld traut, auch wenn man es vielleicht nicht über hat. Und das können dann meinetwegen auch nur 200 Euro sein, völlig egal. Wenn man dann einfach sieht, dass man stetig damit Erfolge hat und irgendwann sieht, okay, ich habe die letzten 3 Jahre mit nur 400-500 Euro rumgedümmelt, habe aber jedes Jahr 20-30% gemacht, was in der absoluten Zahl natürlich nicht viel ist. Ja, das ist uns allen klar. Das sind nur 140-150 Euro. Kann man jetzt nicht die Welt mitbewegen. Aber man bekommt diese Selbstsicherheit. Man bekommt diese Selbstsicherheit und dann kommt man vielleicht auch in den Modus, okay, das ist besser als meine Lebensversicherung. Also ist jetzt mal ganz, ganz abstrakt und provokant natürlich formuliert. Dann kann man natürlich diese Einzahlungen pro Jahr erhöhen und dann wächst das Konto und dann die Rendite steigt und dann kommt ja das Ding in so einen Selbstlauf hinein und dann wächst das Konto automatisch und dann hat man mit 200 Euro angefangen, aber hat letzten Endes doch irgendwie nach 4-5 Jahren 5.000 auf dem Konto, was total realistisch ist. Mhm. Und das ist auf jeden Fall der richtige Ansatz meiner Meinung nach. Mhm. Spannend, ganz kurz mal eingeworfen, fällt mir gerade so ein, im Moment geistert ihr auf YouTube und im Netz so eine schöne Challenge rum, eine Forex-Challenge, die nennt sich 20-Pip-Challenge, wo sie mit 20 Dollar versuchen, die Konten hochzuhandeln. Jetzt sage ich dazu, okay, in Europa beim europäisch regulierten Broker, den ich dir empfehlen würde, würde ich eher mit 100 anfangen. Aber es zeigt halt eben tatsächlich, es ist auch möglich, ganz, ganz klein anzufangen. Wenn ich sage, bei mir 1.000 Euro, dann rede ich darüber, dass man eben da auch ein bisschen Puffer hat und halt eben Risiko klein halten kann. Und nur es ist halt eben deutlich weniger an Zeit, die man benötigt, um anzufangen, und weniger an Geld, als der Volksmund allgemein annimmt, wenn wir darüber reden, was es heißt, an der Börse zu sein. Dass wir natürlich mit etwas größeren Summen unterwegs sind, ist eine andere Geschichte, aber wir haben ja auch mal irgendwann klein angefangen. Das ist ja so, ne? Naja, ja und nein, nein und ja. Am Ende die erste Frage ist, was will ich überhaupt erreichen mit dem Trading? So, wenn du jetzt spitz auf Knopf bist und sagst, okay, mein Job ist irgendwie gerade in Gefahr und ich habe ein paar Tausende auf dem Konto, okay. Mhm. Bedeutet also, du musst... Good luck. Ja, good luck. Du stehst unter einem Druck und musst eben aus diesen paar Tausendern immer und immer und immer wieder was drehen. Ist praktisch ein Unterfangen, was zum Scheitern verurteilt ist, weil du irgendwann dem Druck nicht standhalten kannst. Wie mit jeder Selbstständigkeit. Ja? Wenn es spitz auf Knopf ist, wird es schwierig. Geh in Verkauf, der Kunde merkt, du brauchst das Geld, du brauchst den Auftrag, das schreckt sofort ab. Ja, bist du aber entspannt, und das, was du da sagtest, Matthias, ja, dann fängst du mit 1.000 Euro an oder 1.000 Dollar, synonym, dann kannst du damit arbeiten. Am Ende wirst du aber nicht groß vom Fleck kommen. Und das ist so eine psychologische Komponente, die mir zumindest immer mal aufgefallen ist. Wenn du mit zu kleinen Beträgen arbeitest, nimmst du sie nicht ernst. Mhm. Ja, also das ist eine große Gefahr, wo du sagst, ah ja, komm, sei da 20 Euro, das ist nicht so schlimm. So am Ende des Tages, Ende der Woche sind aus diesen 20 Euro halt 300 geworden, und zwar Verlust im Regelfall dann ja eher. Die wiegen dann auf. Ja, also das ist die Gefahr bei zum kleinen Konto. Aus meiner Erfahrung, die berühmten 5.000, mit denen kann man was machen. Mhm. Ja. Ich bin ja eher Intraday unterwegs und
Guck mal, wenn du am Tag 100 Euro am Markt machst, was durchaus möglich ist, ja, gar kein Thema, da ist kein Riesenhebel dabei, du hast genügend Volatilität, du nimmst beim CFD ein paar Stücke und kriegst deine Punkte zusammen. So, aber du schaffst es im Schnitt immer irgendwie 100 Euro aus dem Markt zu holen. Dann hast du 2000 Euro am Monatsende. Und nochmal, das ist ja auch nicht so, dass man sagt, man fängt es an und will sich da unter normalen Umständen, es gibt diese Einzelfälle, aber sofort komplett durchfinanzieren, sondern es ist ja eher realistisch, dass du ganz normal dein Lebensrhythmus hast, dass du dein Einkommen hast, dass du nebenbei anfängst. Und einige wenige intensivieren das und sagen dann vielleicht irgendwann, okay, ich mache das wirklich mit größerer Zeiteinheit. Vielleicht fahre ich sogar andere Einkommensquellen runter, weil es halt eben dann wirklich stabil ist. Aber das ist natürlich ein Prozess, der über Jahre normalerweise reifen muss, bevor man das sinnvoll angehen kann. Ne? Gut, lass uns doch mal konkret werden und ein bisschen darüber reden, wie wir drei, weil es bei jedem ein bisschen anders ist. Und das ist auch richtig so. Ich sage immer wieder, wenn du wirklich Trader werden möchtest, dann musst du irgendwo anfangen. Aber mit der Zeit wirst du für dich einen Ansatz finden müssen, der zu dir persönlich passt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das haben wir drei gemacht. Deswegen keine Überraschung, dass wir alle ein bisschen unterschiedlich uns am Markt bewegen. Ich glaube, das ist für die Zuhörer echt mal spannend zu hören, so ein bisschen in kurzen Worten. Wie bewegen wir uns denn konkret jetzt im Moment in dieser Krise, wobei ich habe mich vorher auch schon so bewegt, es gibt keinen großen Unterschied. Aber wir machen doch alle gleich. Ja, und deswegen, ich glaube, dass jeder mal von sich so ein bisschen erzählt, was er im Moment im Wesentlichen macht und wie man sich das vorstellen kann, wie wir uns an der Börse tatsächlich bewegen. Ja, ich starte einfach mal. Du schon sagst das. Also. Oder? Wir haben ein kleines Delay, mach du zum Beispiel. Ah, okay, aber haben wir ein Lag, alles klar. Okay, nee, also ich starte, komm. Ja, wie gesagt, ich bin ja eher Intraday unterwegs. Ja, ich mache auch Swing Trades mal von einem Tag zum anderen oder auch darüber hinaus, aber im Regelfall bin ich Intraday. Und das hat auch einen Grund, weil am Ende, ich kann wohl überblicken, wo der Markt in den nächsten Minuten hingehen kann. Ja, bei den nächsten Tagen und Wochen kann unheimlich viel so reingehen. Ja, und das ist immer so eine Sache. Bei mir geht es mehr um Bewegungshandel. So, und da ist es im Endeffekt völlig egal, was außen drum passiert, ja, ob irgendwie große Krisenszenarien laufen oder alles easy peasy ist, macht keinen Unterschied, weil ich ja nur auf Bewegung gehe. Das heißt, ich suche Szenarien, ich suche Muster, ich suche auch Bewegungsmuster an bestimmten Stellen, denen ich einfach folge. Und am Ende, Daytrading ist für mich auch Einkommenstrading. Bedeutet, ich habe ja irgendwann überlegt, wie viel Geld brauche ich eigentlich oder will ich eigentlich im Monat aus dem Markt rausholen? Und das kannst du ja runterbrechen auf Punkte. Ja, wie viele Punkte brauche ich am Tag mindestens? Was im Schnitt? Ja, natürlich müssen es mehr sein, weil du auch Verlusttage hast und alles. So, und dann suchst du dir einen Markt raus als Daytrader, der eben diese Punktzahl im Schnitt auch locker bringt. Ja, sagen wir mal, du brauchst halt 30 Punkte. Beim DAX hast du Schwierigkeiten. Im Nasdaq, 5 Minuten später hast du 30 Punkte. Thema erledigt. Und wenn man so rangeht, ist es eigentlich völlig egal, ob du in der Krise bist oder ob alles total entspannt ist, weil du wirst immer die Situation haben, wo du deine Punkte bekommst und entsprechend den Markt auch wieder verlassen kannst. Ja, dementsprechend auch die Zeit. Da hast du gesagt, ja, wie viel Zeit verbringt ihr denn eigentlich so? Am Markt, im Markt, wenig. Bewusst. Teilweise ist es so, dass ich einen einzigen Trade mache und dann war's. Und danach schaue ich, danach halte ich Ausschau, danach suche ich und das funktioniert für mich. Mhm. Bei mir ist es sehr konträr. Ich verbringe sehr viel Zeit im Markt, aber sehr wenig Zeit vor dem PC, weil mein Ansatz ist eher darauf ausgelegt, dass die Positionen mehrere Wochen, manchmal sogar Monate gehalten werden. Und in der Regel ist mein Ansatz der, dass ich versuche, Extrembereiche in den Märkten zu finden. Mhm. Das ist oft in Rohstoffmärkten der Fall, weil ich handle sehr viele Derivate, also Optionen und Futures. Und das meiste Geld auf dem Echtgeldkonto und meinem privaten Konto kommt von sogenannten Kalenderspreads. Das heißt, ich suche einfach Preisextreme zwischen zwei Laufzeiten eines Rohstoffs. Vielleicht wisst ihr ja, dass zum Beispiel Öl hat die Laufzeit September und die Laufzeit Oktober und na, und so weiter und so fort. Und da gibt es Preisunterschiede zwischen diesen beiden Kontrakten. Und ganz oft ist es so, dass diese Preisunterschiede
ja nur ganz kurzfristig sehr, sehr extrem werden können und sich dann aber wieder eher einem normalen Preisunterschied annähern. Und ein ganz praktisches Beispiel, wenn ihr in den Einkaufsladen geht und die Birnen kosten 5 Euro und die Äpfel kosten auch 5 Euro, dann hat man die Wahl, nämlich Birnen oder Äpfel. Dann kommt es aber durch irgendeine Ernte oder keine Ahnung, durch irgendeinen externen Schock dazu, dass die Birnen auf einmal 50 Euro kosten und die Äpfel immer noch nur 5, dann greift man natürlich zu den Äpfeln. Die Birnen werden weniger nachgefragt. Das führt dazu, dass der Birnenpreis wieder fällt oder die Äpfelpreise steigen, weil die ja mehr nachgefragt werden, sodass man wieder einen geringeren Preisunterschied hat. So ungefähr funktioniert das auch bei Kalenderspreads. Und dann ist es so, dass mein Trading-Stil sich durch die aktuelle Krise gar nicht dolle verändert hat, weil diese Preisextreme treten völlig unabhängig von solchen Krisen auf. Aber die Volatilität an den Märkten, die hat natürlich sehr schön zugenommen. Und das ist ein weiterer Faktor, den wir im Tradimo-Echtgeld-Konto handeln, dass wir die Volatilität nutzen, wenn sie stark angestiegen ist, um auch dort wieder auf die Bewegung zum Normalwert zu setzen. Und das sind so die Aspekte auch mit Optionen und marktneutrale Strategien. Das ist so mein Ansatz. Und das erfordert halt in der Woche, keine Ahnung, eine, vielleicht, wenn es mal hektisch ist, 2 Stunden Arbeit. Und ansonsten aber sehr, sehr wenig Zeit. Ja, ich denke, was Screen Time, also Zeit am Monitor betrifft, bin ich wahrscheinlich der Führende hier, weil ich tatsächlich da ein bisschen mehr mache. Das liegt insbesondere daran, dass ich nicht nur eine Strategie, sondern verschiedene Setups halt eben handle. Setup, das Wort für eine Strategie. Hier kann ich es eigentlich runterbrechen. Also ich habe zum einen etwas, was unsere Kunden unter dem Namen Trendfinder Formula kennen. Das ist eine trendfolgende Strategie, eigentlich vom Design her fast Swing-Trading. Das heißt, wir versuchen hier nicht die Monster-Trends mitzunehmen, sondern die Swings, die kleineren Bewegungen, was im Moment auch von Vorteil ist, weil diese Swings sind natürlich nach wie vor da. Also es kann ja von außen so der Eindruck entstehen, ist totales Chaos an der Börse. Nein, wir haben massive Trendbewegungen, nur die Trends sind teilweise ein bisschen kürzer geworden. Und deswegen macht es absolut Sinn, dass man halt eben in so einer Phase halt eben auch mit einem etwas sensibleren Setting rangeht, als wenn ich jetzt versuche, einen Trend über 2 Jahre zu handeln. Das wäre nicht meins. Dafür brauche ich auf dem Tageschart, also das sind am Tag 15 bis 20 Minuten bei mir. Und neuerdings, warum, werde ich spätestens auf unseren bald kommenden Summit in München erklären, noch deutlich weniger Zeit. Das ist also mal die eine Geschichte, wo ich auch sage, das ist ein super Startpunkt für Kunden, die halt eben sagen, ich möchte mich der Thematik erstmal näher mit wenig Zeit kontrolliert, einfach Grundlagen lernen. Und dann ist es bei mir so, dass ich ähnlich wie Wieland halt eben auch im Intraday-Bereich tätig bin. Da mache ich es aber so, dass ich einfach für mich feststelle, die Phase passt gerade. Das heißt, der Markt macht gerade das, den ich mir anschaue, was ich haben möchte. Ich habe gerade die Zeit dafür und dann scalpe ich da so ein bisschen, gehe auf kleinste Bewegungen los. Das ist, was dann natürlich ein bisschen mehr Zeit kostet, weil da sitze ich halt eben dann auch mal eine Stunde oder zwei Stunden am Stück da und feuere ein paar Trades ab. Und ich würde grob sagen, 90% meiner Trades kommen wirklich durch systematische Ansätze, wo ich einfach ein Zusammenspiel von Indikatoren habe, die mir sagen, okay, jetzt kaufe ich und ich weiß auch genau, wo ich absichere, wie ich den Trade manage. Und dann gibt es die 10% und ich habe immer das Gefühl, dass die Masse, wenn ich mit jemandem spreche, der dann nicht aus der Praxis kommt, immer denkt, dass das die, dass das eben die Mehrheit ist. Das ist aber die Minderheit bei mir. Es sind 10% meiner Trades, wo ich tatsächlich beigehe und mir einen Chart anschaue und diesen Chart einzeln analysiere, um daraus einen einzigartigen Tradingplan zu erstellen, also sogenanntes diskretionäres Trading, wo ich also nicht mit dem System vorgehe, sondern einfach im Chart was feststelle. Das können Wendepunkte sein, das können Indikatoren sein, das können Retracements sein und darauf dann halt eben für mich eine Marktmeinung entwickle aufgrund des Chartbildes und dafür einen eigenen Tradingplan entwickle. Aktuelles Beispiel, ich sprach es vorhin an, alle sagen Krise, ich denke Chance, ihr denkt auch Chance. Was von vielen übersehen wird, ist tatsächlich, dass alle großen Notenbanken anfangen, die Zinsen zu erhöhen. Nur die japanische Notenbank sagt, nö, machen wir überhaupt nicht. Leitzins bei minus 0,1, das führt zu dem wunderbaren Effekt, dass man im Moment gegen den japanischen Yen setzen kann. Also man könnte US-Dollar nehmen, man könnte kanadischen Dollar nehmen, australische Dollar. Und das sind Trendbewegungen in die Richtung, dass man eben diese Währung gegen den Yen kauft.
Und das Schöne ist, da die Japaner halt eben ihren Zinssatz unten halten, bekomme ich jeden Tag von meinem Broker diesen Trade auch noch finanziert, weil ich nämlich, wenn ich ihn über Nacht halte, Finanzierungszinsen gezahlt bekomme. Das heißt, ich werde sogar noch von meinem Broker für das Trading gezahlt und kann in Trendrichtung vorgehen. Und das sind solche Sachen, wenn ich sowas feststelle, und das ist ja unter anderem auch so ein bisschen krisenbedingt durch die Zinsentwicklung, die wir jetzt gesehen haben, wo ich dann halt eben sage, okay, dafür habe ich jetzt kein eigenes Setup, sondern das stelle ich fest, dass es so ist, und dann entwickle ich da Tradingpläne und gehe da ran. Das ist also jetzt, wie ich mich im Groben erstmal im Markt bewege. Ich sehe gerade den Wunsch, meine Strategie noch ein bisschen mehr darzustellen. Mache ich gerne. Ich meine, da gehe ich natürlich auch gerne intensiv und dezidiert auch auf dem Trading Summit nochmal drauf ein. Aber meine Strategie ist sehr stark mit den Marktbewegungen verbunden. Ja, das bedeutet, es ist eine diskretionäre Strategie, die damit spielt, eigentlich so ein bisschen wie Matthias, Wendepunkte zu entdecken, Extrembewegungen zu entdecken und einfach darauf zu gehen, dass die Bewegung, die jetzt gelaufen ist, erschöpft ist. Ja. Ich nenne das Ding Expander, und jeder, der sowas schon mal in der Hand hatte, ja, kann sich ja vorstellen, zieh es auseinander, und wenn ich hier loslasse, dann muss ich aufpassen, meine Nase nicht dazwischen ist, weil das Ding zurückschnallt. Also so kann man sich das ungefähr vorstellen. Das heißt, ich suche einfach in diesen Schwankungen, die wir hier so haben, und schaue ich, dass ich die Wendepunkte finde, und die Wendepunkte werden mir über Kerzenumkehrmuster angezeigt. Ja, das sind ganz klassische Candlesticks, mit denen man da arbeiten kann. Das können die die Einkerzenumkehrung sein, das können die Mehrkerzenumkehrung sein. So, und das verbinde ich auf eine Art und Weise, dass ich, wenn es entsprechend wirklich auch bestätigt wird vom Markt, ich lass es bestätigen, dass ich ein sehr, sehr hohes Chance-Risiko-Verhältnis erreichen kann, wenn der Markt seine Marktdynamik beibehält. Das ist ja nicht garantiert, ja. Wir kennen es, wir öffnen den Trade und auf einmal schlafen alle ein. Und wir fragen uns, was ist jetzt hier? Ja, dann ist auch das Chance-Risiko-Verhältnis relativ gering, zwangsläufig. Aber wenn es volatil ist, dann ist meine Strategie so aufgebaut, dass ich ein sehr, sehr hohes Chance-Risiko-Verhältnis habe bei einem sehr klar definierten Risiko. Nämlich immer der Candlestick und die Candlestick-Formation definiert das Risiko. Und dann gehe ich mit der Strategie immer gegen die vorangegangene Bewegung. Also wenn der Markt steigt, dann schaue ich, dass ich die Korrektur handle. Oder wenn der Markt steigt und zurückkommt und aus der Korrektur kommt, ist ja das gleiche Spiel. Auch die Bewegung erschöpft und ich kann dann zum Beispiel in Trendrichtung gehen. Also ich kann das in beide Richtungen nutzen. Und der Vorteil hierbei ist, dass ich im Endeffekt ein sehr, sehr schnelles Signal habe im Sinne von, du bist richtig. Und ich habe auch ein sehr schnelles Signal, du bist falsch. Persönlich mag ich es überhaupt nicht, so im Wasser so langsam weich gekocht zu werden und ständig auf die Probe gestellt zu werden. Ich möchte klare Ergebnisse und die bekomme ich sehr schnell. Und mit der Strategie, die regelmäßig auftaucht am Tag, wenn man im 5-Minuten-Chart ist, kann ich 3, 4, 6 Situationen erwarten am Tag und eine einzige reicht. Und das Schöne ist ja... Entschuldigung. Hau raus. Hast du den wiedergefunden, Matthias? Aber sonst... Wir haben ein heftiges Delay, ich weiß nicht warum. Meine Frage war, hast du eine Lieblings-Candlestick-Formation? Hammer und Bearish Engulfing. Also okay, Hammer, Shooting Star und Bearish, Bullish Engulfing. Also die vier, ne? Jeweils von den Seiten. Mein Favorite ist Harami. Ich weiß nicht warum, hat nichts damit zu tun, dass es die Schwangere ist, das ist die Übersetzung, aber Harami fand ich immer schon cool und das ist irgendwie, da geht mein Herz auf bei der Harami, wenn sie auftaucht. Das Schöne ist bei dir, Wieland, und da können wir nochmal ganz kurz einhaken. Wir haben vorhin gesagt, es ist wichtig, dass jemand auch etwas findet, was zu sich passt. Und das Coole ist halt eben solche Setups, das ist bei mir ähnlich, können halt eben dann auch personalisiert werden. Weil du hast es gesagt, du gehst entweder Kontratrend bei der Korrektur oder dann, wenn der Trend wieder aufgenommen wird. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel ein solches Setup hat und sagt, ich möchte aber eigentlich eher mich in Trendrichtung bewegen, wunderbar, dann würde, wenn der Trend nach oben geht, einfach oben den Short auslassen und unten nur in den Long reingehen. Das heißt, sowas kann man durchaus gut passen. Ja. Und das macht auch Sinn auf lange Sicht, dass halt eben sowas passiert. Und das ist immer das Schöne, dass man halt eben mit der gleichen Strategie tatsächlich auch verschiedene Ansprüche dann noch befriedigen kann. Ne? Absolut. Es ist das, was ich, es ist eben eine Counter-Move-Strategie. Richtig. Keine Counter-Trend-Strategie, muss man ganz, ganz klar sagen. Ja, ich stelle mich immer gegen die vorangegangene Bewegung.
Aber ob ich mich gegen Trend stelle oder nicht, das ist ja immer dann eine individuelle Entscheidung. Aber ja, und jetzt diskutiere ich hier mit dem Vorstand der Elfter. Dann ist ja die Frage, welcher Trend. Wir haben ja mehr als einen Trend am Markt. Das müssen wir auch nochmal festhalten. Aber ich weiß, dass du dazu bei unserem Summit sicherlich auch noch so einiges erklären wirst. Also eigentlich, das ist das Schöne, jede Bewegung am Markt ist Trend. Die Frage ist halt eben nur, wie kurzfristig bist du unterwegs? Ja, also es bringt halt eben nicht, wenn der Euro-Dollar innerhalb von 2 Sekunden 10 Pips geht und du sagst, aber ich handle auf dem Tageschart, da wirst du es einfach nicht mitbekommen. Aber jede Bewegung, die mehr als ein Pip oder ein Cent in eine Richtung ist, ist ja, wenn man es ganz, ganz runterbricht, eigentlich schon eine Trendbewegung. Ne? Ja gut, klar. Ich meine, der Trend findet immer in dem Zeitraum statt, in dem du dich bewegst, wenn du es mal so einfach sagen willst. Ja. Ja? Wenn du sagst, wie ein 5-Minuten-Chart, dann zählen die Bewegungen 5-Minuten-Chart. Und das ist ja auch das Interessante daran. Ja, du hast ja auch immer mal wieder so Seitwärtsbewegungen, rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze. Ja, Kerzen aus der Hölle. Wenn du aber in den 1-Minuten-Chart gehst, dann stellst du fest, dass du Schwünge hast. Die sind halt nur irgendwie so 3, 4, 5 Punkte groß, aber da hast du die Schwünge. Das ist eben das, wo du so runterbrechen kannst und dann hast du auf einmal wieder einen Trend. Ja, und das ist total faszinierend, weil es kann sein, dass jemand auf 5-Minuten-Basis profitabel ist und der andere handelt auf Stundenbasis auch profitabel und beide können auch gleichzeitig verlieren. Das ist halt eben, weil das eben unabhängig ist. Die Frage ist immer, auf welcher Zeiteinheit handeln wir? Das ist ein spannendes Thema. Bei dir, Matthias, weiß ich jetzt gar nicht. Du bist hauptsächlich auf den Tagescharts, glaube ich, unterwegs, oder? Ja, Tagescharts. Und weil Wieland das gerade so schön gesagt hat, Kerzen der Hölle. Leute wie ich, die mit Optionen gerne auch zu Rande gehen und marktneutrale Strategien handeln, sind das natürlich Kerzen des Himmels, ne? Weil da geht der Markt beiwärts, es tut sich nichts und man verdient trotzdem Geld. Also da sieht man einfach wieder, dass alles umsetzbar und möglich ist und jeder wird in irgendeiner Marktphase die Kerzen hassen und ein anderer wird sie lieben und das ist auch das Schöne an der Börse. Mhm. Eigentlich sollten wir uns zusammentun, einen Hedgefonds gründen, was meint ihr Jungs? Schon dabei, das ist ein Gründungsmeeting hier. Ich wollte gerade sagen, könnte cool werden. Was meint ihr denn? Im Moment, unser Publikum ist ganz gebannt und stellt wenig Fragen. Ihr dürft das, wie gesagt, gerne, aber was sind so die 3 Top-Tipps, die ihr einfach jetzt mal ins Publikum raushauen wollt, wenn es darum geht, wie man im Moment sich an der Börse bewegen kann? Gibt es da 3 ja, ich sag mal so Nuggets, wo ihr wirklich sagen könnt, das ist für mich, glaube ich, das Wesentliche. Da bin ich sehr gespannt, weil es könnte unterschiedlich oder es könnte auch gleich sein. Ich glaube, wir haben eine gewisse Überschneidung wahrscheinlich. Wahrscheinlich, also schauen wir mal. Also für mich ist eigentlich relativ klar, und das hat eigentlich nicht unbedingt nur was mit der Börse zu tun, sondern allgemein auch mit der Situation. Also ich sehe es und höre es ja immer wieder auch so in Gesprächen im bekannten Freundeskreis allgemein. Die Menschen sind unzufrieden. Teilweise sind unzufrieden mit ihrem Leben, mit ihrem Job, mit der Situation, was auch immer. So, und dann kann ich sagen, da gibt es ein Konzept, das ich aus dem Börsenhandel gerne übernehme. Das heißt Stop-Loss. Ja, dann zieh halt die Reißleine. Ja, wenn du mit dem Job unzufrieden bist, dann such einen neuen. Wenn du mit dem Trade unzufrieden bist, dann such einen neuen. Punkt. Ja, also dabei ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass viele Menschen an dem einfach festhalten, was ihnen schadet. So, ein schlechter Trade, der dir das Geld aus der Tasche zieht, schadet zwangsläufig. Also Stop-Loss, aussteigen, fertig. Ein Job, der dich belastet oder ein Umfeld, das dich belastet, Stop-Loss. Freundschaft, die dich belastet, Stop-Loss, weg. So, ja, und das war ja auch zum Beispiel so für mich so ein Punkt. Ich bin ja ausgewandert. Ja, irgendwie habe ich gesagt, nee, es passt nicht und da gibt es mehr zu entdecken. Stop-Loss. Für mich war es ein Stop-Loss. Also das ist so ein Ding, das ich gerne auch mitgebe, weil es wirklich viel, viel Freiheit geben kann, wenn man sich das Konzept auch ergibt. Ne? Also akzeptieren oder verändern, nichts dazwischen. Akzeptieren absolut. Oder verändern. Absolut, so, aber nicht rummeckern. So. Ich meckere ja nicht rum, wenn der Trade irgendwie ins Minus geht. Ich kann ihn ja schließen. Wenn ich ihn schließe, dann scheint es okay zu sein. Ne? Beispielsweise. Dann darf ich nur akzeptieren. Das andere ist auch, wenn man irgendwas ausprobiert, ja klar, dann mach halt ein kleines Risiko. Ja, kleines Risiko heißt auch, im Leben und im Trading musst du nicht all in gehen. Ja, du kannst doch mal was ausprobieren. Ja, du wirst einen Job probieren, mach ein Praktikum oder so erstmal. Ja. Oder du wirst auswandern, ja, dann geh doch erstmal 2 Monate weg. Mhm. So, ja, oder probier doch erstmal ein bisschen was. Du wirst einen Trade machen, geh mal in einer kleineren Position. Schau mal, dass du mit dem Risiko umgehen kannst oder mit dem umgehen kannst, was auf dich zukommt. Aber damit kann man viel machen und dann kannst du immer noch einen drauflegen, kannst immer noch verstärken. Und der dritte Punkt, der mir so in den Sinn kommt, und auch das ist so, was ich aus dem Leben und fürs Trading gerne nutze, denk in Szenarien. Ja, so, und das ist etwas,
das ist, ich glaube, fürs Leben ist es wichtig, ja, um einfach zu so sagen, okay, wie kann ich sicherstellen, dass es nicht unter die Räder kommt? Ist immer ganz gut, okay, was könnte jetzt in den nächsten 2-3 Jahren hier auf mich zukommen? Hm. Was muss ich in meinem Leben verändern, damit ich hier klarkomme? Okay. Was, wenn ich in diesem Trade bin und der Trade ist angelaufen, was sind die nächsten möglichen Szenarien? Es gibt ja nur 2. Fällt oder steigt. Ja, von dahin kriechen lassen wir mal jetzt weg, aber irgendwann ist es aufsteigen und fallen. So, was mache ich, wenn es steigt? Bin ich in der Long-Position? Gut. Wie weit könnte es steigen? Wie weit könnte es danach steigen? So, das sind Szenarien. Was mache ich, wenn es gegen mich läuft? Steige ich aus oder lasse es in den Stop laufen? So, muss ich eine Entscheidung treffen. Aber ich habe Szenarien vor Augen. So, wenn ich aber weiß, was passieren kann, weiß ich, was ich tun muss. Macht das Leben leichter. Mhm. Meine 3. Okay, also ich habe auch 3, wobei das jetzt gar nicht so sehr bezogen auf die aktuelle Krise ist, sondern wie bei Wieland eher allgemein gehalten. Es ist einfach so, ich glaube, wenn man als Trader erfolgreich sein möchte, dann muss man sich immer darüber im Klaren sein, dass Verluste einfach dazugehören. Mhm. Verluste bedeutet nicht, du bist schlechterin oder du kannst das nicht oder du musst noch mehr machen. Ja, noch mehr machen schadet nie, natürlich. Aber Verluste gehören einfach dazu und dessen muss man sich einfach bewusst werden. Und der zweite Punkt, der auch ganz wichtig ist, um durchzuhalten, um das große Ziel in der weiten Ferne nicht aus dem Augen zu verlieren, ist, dass man versteht, welche kraftvolle Wirkung der Zinseszinseffekt hat. Denn 20% im Jahr, Daytrader wie Wieland würden das sicherlich belächeln, aber selbst nur 20% im Jahr machen einen riesen Rendite, wenn man das mal 20, 30 Jahre hochrechnet. Und da kann man auch mit einem ganz kleinen Anfangskapital am Ende ein sehr vermögender Rentner mit werden. Mhm. Und der dritte Punkt ist vielleicht, dass man sich auch angelehnt an Wielands 3 Nuggets sozusagen, dass man sich vielleicht ein klares Regelwerk aufstellt, sowohl im Leben als auch gerade im Trading und dass man sich an dieses Regelwerk hält. Denn man hat dieses ja irgendwann mal niedergeschrieben, idealerweise wirklich niedergeschrieben, um sich an diese Regeln zu halten. Es hatte ja irgendwann mal einen Sinn. Und dieses Regelwerk kann man vielleicht einmal im Jahr oder alle 2 Jahre mal überdenken, vielleicht anpassen, adjustieren. Das erfordert auch die Börse. Und damit kommt man, glaube ich, sehr, sehr gut in der Welt der Finanzen zurecht. Mhm. Ja, sehr schön. Ich überlege noch so ein bisschen meine 3 Nuggets. Ihr wart so schön philosophisch und ich habe sie auf den Markt untergebrochen. Ich glaube, den ersten Punkt habe ich schon genannt, aber das ist, und das werdet ihr bestätigen, bei mir so, ich habe ganz viele Sachen durch das Trading gelernt, was in meinem privaten Leben dann auch für mich eine Lektion gewesen ist. Also ich habe immer gesagt, das Schöne am Trading ist, ich kann mich permanent weiterentwickeln, weil ich halt eben nicht sagen kann, wenn irgendwas schiefläuft, du bist es gewesen, sondern ich war es immer. Ich war es immer und wenn ich das meine Verantwortung nehme, kann ich daraus lernen. Das Erste ist, glaube ich, tatsächlich erstmal konkret, wir reden im Moment über diese Krise, wir werden Bescheid von dieser Krise, versuch dich da ein bisschen draus zu lösen. Man kann sagen, ja, es ist im Moment eine Krise, das sagen wir alle 3. Wir haben sicherlich im Moment eine etwas wackelige Situation auf der Welt, aber das heißt nicht, dass es keine Möglichkeiten gibt, sondern jetzt genau sind Möglichkeiten da. Wenn du dich im Moment an der Börse bewegen möchtest, rate ich dir, dass du das tatsächlich mit einem Plan oder einem Regelwerk machst. Ich glaube, aus dem Bauch heraus im Moment einfach was zu entscheiden, ohne zu wissen, bevor du die Position aufmachst, wo stoppe ich mich aus, wo ist mein Ziel, wie manage ich den Trade? Dafür ist die Börse einfach im Moment zu schnell. Ich bin da grundsätzlich kein Freund davon, aber ich glaube, solche volatilen Phasen, die schwanken, die schreien wirklich danach, dass du deinen Trade erstmal planst und dann diesen Plan tradest. Das wäre der zweite Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Und der dritte ist, nutze diese Krise und versuche, weil es wird diese Menschen geben und ich glaube, wir werden dazu gehören, aber du kannst da auch dazu gehören, versuche aus ihr gestärkt herauszugehen. Ja? Das heißt, du kannst jetzt zum Beispiel für dich entscheiden, okay, ich beschäftige mich damit, mit dem, was wir 3 machen. Du kannst jetzt anfangen zu lernen, du kannst jetzt anfangen zu handeln. Nochmal, Risiken kannst du kontrollieren. Das ist kein Hexenwerk, das ist relativ einfach erklärt. Und du kannst dafür sorgen, dass du aus dieser Krise tatsächlich gestärkt herausgehst. Es werden auch andere Herausforderungen auf uns warten in den kommenden Jahren, wenn das hier irgendwann mal zu Ende ist, bin ich mir sicher. Aber du kannst sicherlich direkt anfangen. Und was Wieland gesagt hat, finde ich sehr schön, also dieser Stop-Loss im Leben. Also entweder du akzeptierst es, wie es ist, wunderbar, dann genieß es. Oder du sagst nein, aber dann reagiere auch, dann handle auch. Und dieser Zwischenraum,
dieses ja, es ist so, aber ich beschwere mich lieber, als was zu ändern, der verbraucht einfach nur wahnsinnig viel mentale Energie, die du nutzen kannst, um nach vorne zu kommen. Und dazu möchte ich dich gerne ermutigen. Und beim Thema Weiterentwicklung, da kommt erstmal eine Frage an Wieland, die darfst du gerne beantworten. Okay, also wenn ich einen Trade eröffne, also 5 Minuten, nach wie vielen Punkten stellst du glatt? Ja, das ist keine glatte Punktzahl, die ich da habe. Also ich schaue natürlich schon, wie gesagt, rein, sagen wir mal, ich brauche 30 Punkte am Tag. Dann steige ich schon mal aus, wenn der Markt in die 25 geht und anfängt rumzuzicken. Ja, das kennen wir dann, ja, wenn auf einmal dann kommt zu zucken, dann geht er 3 Punkte runter, 2 wieder hoch, da denken wir, nee, Freunde, da bin ich raus. Da so. Also das zum Beispiel. Aber das ist eben diskretionär. Im Regelfall habe ich natürlich ein Punktziel oder ein Kursziel, das ist mit den Bollinger-Bändern verbunden, weil ich der Meinung bin, dass im Endeffekt die Strategie dem Markt folgen muss und damit auch letzten Endes auch der Ausstieg. Und leider suchen viele Trader halt genau den umgekehrten Weg und sagen, naja, der Markt muss doch meiner Strategie hier endlich mal folgen. Das tut er leider bloß nicht. Und deshalb, ja, ich habe ein gewisses Punktziel. Ich sehe auch, ist die Bewegung dann irgendwann ausgereizt? Ja, das sieht man dann an den Bewegungen in den Kerzen. Ist da noch Zug hinter? Fangen die an zu stottern? Dann steige ich aus. Das hat jetzt aber weniger mit Exit nach Punkten zu tun, sondern mehr Exit im Sinne von, es ist Zeit zu gehen. Ja. Das ist sehr schön, weil das ist ähnlich wie bei meinen Strategien. Dadurch, dass du die Bollinger Bands verwendest, passt du dich ja auch in die Schwankung des Marktes an. Das heißt, wenn der Markt halt eben wilde Katze spielt, dann wird dein Stop-Loss wahrscheinlich ein bisschen größer sein, die Position ein bisschen kleiner sein, das Kursziel ein bisschen größer. Wenn der aber am Schlafen ist und du trotzdem sagst, ich mache diesen Trade, kannst du natürlich mit einem engeren Stopp und mit einer größeren Position arbeiten. Das heißt, sowas wird ja auch, da muss man nicht den Kopf anstrengen. Genauso wie die Frage, wie hoch ist dein Hebel? Auch das finde ich immer wieder spannend. Die Frage wird durch die Technik bestimmt, weil der Hebel automatisch kleiner ist, wenn der Markt am Schwanken ist. Und wenn der Markt ruhig ist, ist er automatisch größer. Und das kann man eben mit ganz, ganz einfachen Elementen, wenn man einfach mal versteht, wie es geht. Und es ist nicht schwer zu verstehen. Man muss es einfach nur mal erklärt bekommen. Dann kann man das tatsächlich sehr schnell für sich selber einsetzen. So, hier kommen schon Fragen, wie machst du hier, wie machst du da? Wir haben uns entschieden, ein Live-Event zusammen zu machen. Am ersten Wochenende des Septembers wird es soweit sein. 3. 4. September, das große Tradimo Mastery Summit. Wieland, du bist mit dabei. Matthias, du bist mit dabei. Raphael ist auch mit dabei und meine Wenigkeit wird auch mit dabei sein. Das Ganze wird in München stattfinden. Und zum Abschluss des Webinars würde ich gerne mal so ein bisschen drüber reden, was da denn das Publikum so erwartet und was es sich unter diesem Event, auf das ich mich sehr freue. Ich bin seit fast 4 Jahren nicht mehr auf der Bühne gewesen, hauptsächlich Corona-bedingt. Ich weiß, Wieland, du hast schon wieder die ersten Auftritte hinter dir. Also ich freue mich wie ein kleines Kind, endlich wieder losgelassen zu werden und auf diese Bühne zu gehen. Weil Webinare sind toll, aber live ist einfach nochmal eine ganz andere Geschichte, auch in der Art, wie man vermitteln kann. Da freue ich mich wirklich absolut drauf. Also was erwartet die Kunden? Wir machen das 2 Tage lang an einem Wochenende in München. Und da werden auch im Moment jeden Tag eigentlich E-Mails verschickt. Das heißt, du wirst schon Informationen dazu bekommen haben. Aber wir wollten dir heute ein paar weitere Informationen geben. Ich fange mal an. Den ersten Tag werde in weiten Teilen ich halten, wobei Matthias wird da auch mit auf der Bühne sein. Was er macht, würde dir gleich erzählen. Wieland wird sicherlich auch mal das eine oder andere Schwänkchen mit mir zusammenhalten, weil wir wollen das nicht separiert machen. Wir können, glaube ich, gut miteinander fungieren. Das ist immer ein Gewinn für uns und das Publikum. Am ersten Tag werde ich tatsächlich im Wesentlichen dir die neueste Version der Trendfinder-Formula, die ich wie seit Jahren immer weiterentwickle, vorstellen. Was für Änderungen werden dich hier erwarten? Ich habe insbesondere aufgrund der aktuellen Volatilität ein paar neue Maßnahmen mit reingenommen. Zum Beispiel, dass wenn im kurzfristigen Trend wirklich, also ein Trade aufgemacht wird und der wirklich losläuft, ja, dass du ihn verstärken kannst. Und zwar ohne das Risiko zu vergrößern. Du kannst die Position ausbauen, ohne Risiko dazuzunehmen. Dann habe ich aber auch zum einen wegen der Zeit, zum anderen aber auch wegen Feedback der bestehenden Kunden mir mal ein bisschen Regelwerk überlegt, wie man Teilrealisierung machen kann und trotzdem den Trade nicht abwirkt und wie man, wenn man möchte, wenn der Trade wirklich weit gelaufen ist, man so sieht, was du gerade meintest, die Kerzen fangen an, so ein bisschen zu sagen, ja, ich weiß nicht genau, wie man dann
den Stopp so nah ransetzen kann, dass man wirklich maximal Gewinnabsicherung betreiben kann und trotzdem noch die Chance hat, diesen Trade weiter laufen zu lassen. Und dann, das wird sicherlich was sein, was wirklich das Ganze auf ein komplett neues Level bringt, ist es so, dass wir durch die Trendfinder-Formula im Moment dabei sind und es wird bis dann abgeschlossen sein, einen kompletten Screener zu haben. Das heißt, man kann hier innerhalb von einer Minute alle Handelssignale aller Märkte angezeigt bekommen, für alle Zeiteinheiten übrigens. Somit brauche ich, wenn ich bisher alle Märkte durchgegangen bin, habe ich dafür 30 Minuten gebraucht. Jetzt brauche ich dafür genau eine Minute und kann das Ganze dementsprechend zeitsparend umsetzen. Das bringt aber auch Verantwortung mit sich, weil das bedeutet, diesen Umstand habe ich schon lange gehabt, dass du deutlich mehr Signale bekommen wirst, als du auf lange Sicht umsetzen kannst, weil irgendwann ist das Konto voll. Und deswegen freue ich mich insbesondere auch mit Wieland zusammen, dann eine Diskussion mal anzustreben. Und Matthias kann sich da auch gerne dran beteiligen. Wenn wir mehrere Möglichkeiten haben, wie wir mit einfachen Mitteln, ohne jetzt uns den Kopf zu zerbrechen, nicht mit einfachen Mitteln einfach selektieren können, welcher Trade ist denn der, den wir aufmachen wollen. Und das kann man wunderbar über den Chart mit einfachen Methoden bearbeiten. Das wird jetzt mal im Groben das sein, was ich am ersten Tag mit dir mache. Ich gebe mal kurz an Matthias Denecke, der auch am ersten, zweiten Tag dabei ist, und danach darf Wieland den zweiten Tag mal ein bisschen beschreiben. Okay, ja. Also mein Part wird in der Tat sehr kurz sein. Ich freue mich dennoch, all die Kunden, die dann vor Ort sind, mal kennenzulernen, weil das ist ja doch immer eher E-Mail-Verkehr oder Coachings, die ganzen Webinare, die wir machen. Das ist ja doch immer etwas, ja, indirekt, und das ist dann eine ganz andere Art und Weise des Kontakts, auf den ich mich sehr freue. Aber mein Part wird trotzdem sehr kurz sein, weil ich ein wenig auf das Echtgeldkonto eingehe. Ich zeige ein wenig, was handeln wir in etwa wie, wie verhält sich der Anteil von Optionstrades, Futures-Trades, Aktientrades, wie ist die einzelne Performance. Ja, das zeige ich ein wenig und freue mich dann natürlich auf viele Fragen aus dem Publikum, die ich dann beantworten kann. Ich finde das immer echt schön, wie sehr du tief stapelst. Ich meine, hier spricht gerade ein Mensch, der seit 3 Jahren jede Benchmark outperformt. Und da sagt er, ich zeige ein bisschen hier, ich zeige ein bisschen da. Ich bin mir sicher, dass das ein wirklicher Mehrgewinn ist, was du da zeigen wirst. Und da freuen sich die Menschen drauf, das weiß ich. Weil was du da auf dem Konto machst mit der Stabilität, das ist wirklich nicht allzu oft zu finden. Das sage ich dir mal so von außen. Aber danke. Sehr gerne. Wieland, der Tag 2 wird in weiten Teilen dir gehören, obwohl ich die Bühne auch sicherlich mal stürmen werde, weil, wie gesagt, ich brenne auf dieses Event. Ich werde da nicht einen Tag neben der Bühne stehen und mir das nur anhören. Da kannst du dich doch verlassen. Du hast so recht, weil allein, wenn ich das so höre, hier, da ist ja alles dabei. Wir reden über Wealth, ja, also Trading für den Vermögensaufbau, Alter, mit den Optionen. Klasse. Hier, wir reden über Swing Trades, Trendfolgerstrategien, ja, und dann jetzt komme ich mit Einkommenstrading, ja, in dem Sinne mehr eher kurzfristig, weil es auch, kannst du auch genauso gut für Swing Trading auch nutzen. Nur die Idee ist halt immer, und das ist ja auch das Webinar in Zeiten der Krise, ja, wie komme ich klar, wenn es irgendwo Inflation, ja, wenn irgendwie die Firma sagt, nee, geht jetzt nicht mehr, ja, wie komme ich voran? Ich muss mir irgendwie eine Lösung finden, und da zeige ich dir, das ist mein Anspruch, ich gebe dir alles an die Hand, was du wirklich wissen musst, um durchzustarten. Bist du dann schon fertig ausgebildet? Nein. Aber du hast eine Idee, was du wirklich machen kannst an den Märkten. Ich werde dir beibringen, meine beiden liebsten Strategien. Die eine habe ich mal eben hier so virtuell beschrieben, die Expander-Strategie. Und du kannst dann Fragen dazu stellen. Das ist meine Haus- und Hofstrategie, die ich rauf und runter handle, die sich bewährt hat, die eine sehr hohe Trefferquote hat. Da reden wir von 60-80%, je nachdem, wie diszipliniert du bist. Das ist natürlich auch so ein Punkt. Und ich werde dir eine Umkehrstrategie zeigen, ich nenne sie Double Touchdown von genau diesem Punkt, ja, wo du wirklich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine Formation finden kannst, die dir wirklich zeigt, dass der Markt dreht, dass der Trend dreht und wo du eben von Anfang an in einer neuen Trendbewegung mit dabei sein kannst. Wie du das managst, zeige ich dir auch, und das liegt natürlich dann an dir. Ich habe ein klares Ausstiegsszenario, gilt für mich, kannst du dann aber für dich selber entscheiden, ob du das weiterlaufen lässt. Wir werden über das Mindset reden. Wahrnehmung. Du hast von Matthias von dem Wahrnehmungsfilter gesprochen. Den werde ich nochmal thematisieren, weil das auch nicht nur etwas ist, was im Trading wichtig ist, sondern im ganzen Leben. Ja, das ist so ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen werden. Wir werden über Risiko-Money-Management sprechen. Ja, auch da mal die Frage klären, was mache ich denn eigentlich, wenn ich einen Lot habe? Ja, das kann ich ja nicht aufsplitten im Sinne von Positionsgröße. Wie kann ich da vorgehen? Das werde ich verraten. Darüber werden wir reden. Und wir werden auch da, wenn die Zeit es zulässt, Tagesplanung, mal so ein bisschen Selbstmanagement.
muss ich als Trader den ganzen Tag vor der Kiste hängen? Ja, binde ich mich, kette ich mich an den Schreibtisch? Muss ich das wirklich tun? Oder kann ich mich durch Trading auch befreien? Ja, so. Und die Frage ist, wie können wir das denn machen? Darüber werden wir sprechen. Freue mich wahnsinnig drauf. Wir haben, glaube ich, noch eine Podiumsdiskussion, ne, wo wir uns dann noch so hinsetzen. Und ich kann dir jetzt schon sagen, lieber Wieland, eine Frage wird den ganzen Raum erfüllen und du wirst nicht drum herum kommen, sie zu beantworten. Wie hast du es geschafft, tatsächlich in der Welt, losgelöst von allem, was wir in Deutschland eigentlich kennen, herumzureisen und das zu machen? Ich glaube, diese Frage musst du beantworten auf dem Event und ich bin sicher, dass du auch die Antwort dafür mit dabei haben wirst. Ne? Absolut, absolut. Also es ist etwas, es war tatsächlich für mich die beste Entscheidung meines Lebens, weil es natürlich meinen gesamten Horizont unfassbar erweitert hat. Nicht nur was persönliche Erfahrungen angeht, sondern eben auch mein Trading hat sich völlig verändert. Ich trade anders, ich habe einen anderen Aspekt dabei und ja, ich erlebe so viele Sachen und alles ist möglich. Also diese Freiheit, die ich erzähle alles dann in München. Und ich hätte es gerne, Matthias, du wolltest was sagen? Nee, ich habe nur gelacht. Ich hätte es gerne eine Glocke, weil seit gefühlt 2 Wochen informieren wir fast jeden Tag Kunden über dieses Event und uns erreichen per E-Mail, per Telefon und auch hier im Chat schon die Fragen, wann kann ich endlich da wirklich wissen, wie das Ganze stattfinden wird. Und ich würde einfach mal sagen, wir eröffnen die Registrierung genau jetzt, in diesem Moment, klingelingeling. Der Raphael wird einen Link schicken auf die Landingpage, wo du alle Informationen zum Event bekommen wirst. Zusätzlich bekommst du heute im Anschluss an das Webinar dein persönliches Angebot. Wir werden aber jetzt kurz noch mal ein paar Sachen durchsprechen. Raphael, den Link bitte einmal an alle schicken. Vielen Dank. Und wir haben grundsätzlich, das wird Raphael gleich mal visualisieren, 2 verschiedene Arten von Tickets, das Gold-Ticket und das Platin-Ticket. Ja, das Gold-Ticket vereinfacht, der Raphael ist schon dabei, hoffentlich das zu visualisieren auf der entsprechenden Seite. Das Gold-Ticket gibt dir erstmal Eingang zu dem Event. Natürlich sind 2 Tage. Wir haben natürlich Verpflegung mit dabei, also Mittagessen mit dabei und so weiter und so fort. Getränke sind mit dabei und du wärst auf dem Event mit dabei. Du würdest auch eine Aufzeichnung von dem Event bekommen, ganz klar. Aber wirklich spannend ist, glaube ich, das Platin-Package, weil in diesem Package hast du einen Gesamterlebniswert von über 8.000 Euro, weil inklusive auch unser Bereich Mastery, wo wir sehr, sehr viele Strategien haben und könntest die für 3 Monate kostenfrei beziehen, hast aber auch noch weitere Goodies. Ich glaube, was ganz, ganz spannend wird, zum Beispiel am Samstagabend werden wir zusammen dann mit dem Platin-Kunden essen gehen und uns da auch mal privat ein bisschen austauschen können. Da freue ich mich ganz besonders drauf, denn ich glaube, die Leute, die mit mir jetzt seit rund 2 Jahren arbeiten, wissen, dass ich durchaus ein kommunikativer Mensch bin, im Moment mit angeschlagener Stimme, aber das wird lustig werden und Wieland ist auch nicht auf den Mund gefallen, Matthias ebenfalls nicht. Also das wird sicherlich ein sehr schönes Event, wo wir uns einfach auch echt mal wirklich kennenlernen können. Ist ein tolles Package. Und der Preis, wenn du noch mal ein bisschen weiter runter gehst, ist im Moment so, dass wir massiven Early Bird haben. Also ich habe, als ich diese Preisbildung gehört habe, habe ich die Leute gefragt, was nicht mit ihnen stimmt. Ein 2-Tages-Event mit einem Gesamtpackage von 8.000 Euro für aktuell 997 Euro anzubieten, fand ich persönlich fragwürdig, aber okay, ich bin da überstimmt worden. Tatsächlich ist das der Preis 997 Euro, wenn du das bis zum 8.8. abschließt. Für alle, die das Platin und Ticket kaufen, und zwar bis morgen Abend, haben wir ein ganz besonderes Schmankerl, das haben wir eben gerade in der Vorbesprechung festgelegt, und zwar gibt es on top für alle, die das machen, für das Platin-Ticket, ein Einzelcoaching wahlweise mit Matthias Dehnicke, Wieland oder meiner Wenigkeit für 30 Minuten, wo wir wirklich 1:1 mit dir arbeiten und du kannst dir aussuchen, mit wem du arbeiten möchtest. Sind wir sehr gespannt, wer da wie viel abbekommt. Das gilt für alle, die bis morgen Abend tatsächlich das Ticket kaufen, Platin-Ticket. Und dann möchte ich noch was sagen. Du siehst, die Tickets werden mit der Zeit teurer werden. Also von daher, du gewinnst nichts, wenn du wartest. Der Preis wird definitiv nicht mehr so günstig sein. Was wichtig ist, was mir persönlich am Herzen liegt, sind meine oder unsere Mastery-Kunden. Die Kunden, die wir schon lange haben. Und ich habe denen vor langer, langer Zeit mit der Firma Tradimo versprochen, wir werden dir immer das Beste anbieten, was überhaupt möglich ist. Und was bedeutet das für dich, wenn du bereits Mastery-Abonnement bist? Es bedeutet, dass du nur 697 Euro bezahlst bis zum 8.8. und das Upgrade auf Platinum auf uns geht. Wir laden dich also ein, dass du diesen Preis nicht bezahlen musst, sondern für 697 das komplette Platin-Ticket hier sichern kannst. Jetzt, Wieland, Matthias, Raphael, habe ich irgendwas vergessen?
Ich warte auf den Pullback im Preis, aber da gibt es keinen Pullback, oder? Das ist jetzt eigentlich eine steile Rallye, oder? Das ist, da gibt es keinen Pullback. Also hier handelst du Trend und wenn du jetzt kaufst, also ich weiß, das weiß ich an der Börse nicht, aber ich weiß, dieser Trend wird nicht fallen, er wird nur steigen. Ja. Und wie gesagt, wenn du jetzt direkt dabei bist mit dem Platin-Ticket für Mastery-Kunden, habe ich jetzt erklärt, dass wir da ein ganz besonderes Special dabei haben. Für dich, wenn du bisher noch nicht bei Tradimo dabei bist, kriegst du ein super Package, Gegenwert von 8.000 Euro mit dem gesamten Bereich Mastery und allen Vorteilen auf diesem Event. Ja. Und dazu noch, wenn du es bis Freitagabend machst, bis morgen Abend 30 Minuten Einzelcoaching, wahlweise mit einem der drei angezeigten Herren. Wenn der Raphael angefragt wird, dann werde ich ihn überreden, dass er auch das Coaching mit dir macht. Die Möglichkeit wollen wir dir auch durchaus nehmen. Er ist ja der jüngste und hübschste von uns hier auf jeden Fall. Von daher, dann wird er bescheiden. Nein, ich glaube, es ist ein super Angebot. Wir sind wirklich allesamt schon absolut fokussiert auf dieses Event, freuen uns wahnsinnig, mit dir zusammen da es richtig krachen zu lassen und dich richtig nach vorne zu bringen. Ja. Und jetzt geht meine Stimme weg, deswegen müsst ihr mal übernehmen, Jungs. Ja, absolut, aber mir gehen da Fragen durch den Kopf. Aber das sind ja schon Preise, da ist ja die Mehrwertsteuer schon drin, oder? Ja. Ja, also man überlegt mal, da sind zwei Tage Mehrwertsteuer schon drin. Wenn wir die rausrechnen, dann... Da gibt es auch noch was zu essen, oder? Tagungspauschale ist ja auch... Es gibt Tagungspauschale, also es gibt Snacks, es gibt Mittagessen für die Platin-Bereich. Das können wir nicht verkaufen. Was ich original gesagt habe, ich habe gesagt, warum verkaufen wir ein Event zum Selbstkostenpreis? Aber ich bin immer... Können wir nicht verkaufen. Das geht nicht. Es ist so beschlossen worden, aber diese Preise gelten, wie du siehst, nur bis zum 8.8. und mit Einzelcoaching wäre es halt eben bis morgen Abend zu buchen. Hm. Und ich glaube, wir haben dir einen guten Vorgeschmack gegeben, dass das nicht nur ein sehr lehrreiches, zielführendes Event für dich ist, sondern dass wir wirklich dafür brennen, dich nach vorne zu bringen. Und wir werden dazu auch noch Spaß haben, weil so trocken über Börse reden ist nicht ganz so unser Ding. Ich hoffe, du verzeihst uns das. Und die Preise sagen eins, Matthias, wir leben vom Trading, nicht von den Seminaren. Das müssen wir ganz klar sagen. Wieland, sag mal kurz, ich wollte doch mit der Chefin von Trading mein Gehalt neu verhandeln. Was kannst du noch nicht sagen? Das tut mir jetzt leid, das ist unangenehm. Ich bringe dir noch eine Strategie bei, dann kannst du das ausgleichen. Wieder. Das ist schön, ich bringe dir auch noch eine bei, dann kannst du vielleicht mal ein Land kaufen, wo du momentan wohnst. So machen wir das. Also, alles ihr merkt schon, wir haben Spaß und müssen natürlich aufpassen, dass wir dabei den Track nicht völlig verlieren, ne, und dann auch mal bei der Sache bleiben. Aber es wird auf jeden Fall ein lustiges Wochenende. Am Ende, es geht ja auch immer darum, nicht nur sich mit Informationen vollzuladen. Das ist klar, darum geht's auch. Aber es geht auch darum, was zu erleben und einfach eine gute Zeit zu haben. Und da könnte es sicher sein, dass wir hinkriegen. Ja, ich werde hier noch vom Udo gefragt, dass mal Udo, cool, dass du mit dabei bist. Freut mich sehr, ja, ein Stammgast bei uns. Ist der Screener inklusive? Ja. Wir werden Trendfinder Formula 2.0 dort erstmals vorstellen, werden natürlich hinterher ein bisschen Videobearbeitungszeit brauchen, weil das Ganze wirklich dann aus der Live-Aufzeichnung zum richtigen Produkt wird. Aber du wirst alle Bestandteile, das gilt für alle Kunden, die da sind, alle Bestandteile da bekommen, genauso wie Wieland seine Indikatoren, die auch mitgeben wird. Also da gibt es hinterher nichts, dass du dann irgendwie noch extra Geld zahlen musst, um irgendwie die Tools zu kriegen. Nein, die Tools sind mit inklusive und das ist natürlich so, wie du es von uns kennst. Also wenn du bei uns eine Strategie reinbekommst, dann hast du alles, was du brauchst, inklusive der Betreuung von mir, von Wieland, von Matthias und natürlich von unserem Support-Team, für das Raphael heute hier als Verantwortlicher mit dabei ist und wirst da, wie du es kennst von Tradimo, natürlich rundum betreut werden, sodass du das wirklich sinnvoll und gut für dein persönliches Ziel beim Trading einsetzen kannst. Gut, weitere Fragen sehe ich nicht. Ich würde mal sagen, wie gesagt, nachher gibt es eine E-Mail, seid schnell, weil Freitagabend, das ist nicht mehr allzu lange Zeit, ja, und dann gibt es eben noch die Einzelcoachings für alle, die Platinum haben. Mastery, super Angebot, die Preise bleiben so bis zum 8.8. und dann steigen sie definitiv, also du weißt, normal gebe ich immer einen Disclaimer, wenn ich über Preise spreche, heute habe ich keinen mit dabei, ich weiß, dieser Preis wird so nicht halten können, wie dann sagt es gerade schon, das können wir so nicht machen, ich habe Ähnliches gesagt, aber wir wollen in erster Linie mit euch zusammenkommen, mit euch zusammen wirklich ein cooles Event haben, auch ein bisschen teilweise Dankeschön sagen für den Weg, wo ihr uns begleitet habt und trotzdem wirklich euch nach vorne bringen. Es wird auf jeden Fall ein super geiles Event werden. Ich freue mich da wahnsinnig drauf und in diesem Sinne darf ich mich für heute Abend verabschieden. An meiner Stimme arbeite ich noch, die wird dann auch wieder voll funktionieren. War mir ein Fest mit euch zusammen, hat viel Spaß gemacht. Ja.
Bleiben Sie absolut. Fürs Publikum weiter und ich darf mich verabschieden. Ja, wir sehen uns in München. Bis dann, alles Gute, mach's gut. Ciao, tschüss. Ich bin Matthias Pickert, ich bin der Entwickler der Trendfinder Formula und eine Handvoll weiterer Strategien, die den Markt schlagen. Ich trete seit 24 Jahren, zunächst als Eigenhändler bei einer Bank und heute auf eigene Rechnung. Ich war über 15 Jahre Cheftrader bei einem internationalen Broker und zuletzt Geschäftsführer eines Online-Brokers. Ich war einer der letzten Parkett-Trader hier auf dem Hamburger Börsenplatz. Und heute ist das hier meine Maschine für den Erfolg. Hallo, ich bin Wieland Ahlt, ich bin Trader und Autor von 2 Trading-Bestsellern. Ich arbeite und lebe auf der ganzen Welt. Zuletzt war ich in Rio de Janeiro, in Buenos Aires und in Mexiko. Und als nächstes gehe ich nach Asien, nach Bangkok und nach Australien. Trading gibt mir Freiheit und Unabhängigkeit. Ich bin Präsident der International Federation of Technical Analysts, der IFTA, mit Sitz in den USA, und dort arbeite ich mit den besten Börsenexperten der Welt zusammen. Ich trainiere und bilde Trader in der ganzen Welt aus. Ich bin Jessica Berezowska, ich bin die Geschäftsführerin von Tradimo. Und gemeinsam bauen wir die stärkste Trader-Community in Deutschland auf. Am 3. und 4. September sehen wir uns live in München. Sei dabei, lerne Top-Strategien für deinen Erfolg und triff unser Team auf dem Tradimo Mastery Live Summit 2022. Wir freuen uns auf dich! Mein Name ist Matthias und ich bin dein Coach bei Tradimo. Und in München bringe ich dir live bei, wie ich trade. Mein Name ist Wieland Ahlt und ich bin dein Coach bei Tradimo. In München zeige ich dir, wie ich durch Trading mein Leben in örtlicher und finanzieller Unabhängigkeit aufgebaut habe.